Ein herzlich willkommen. Heute wieder zurück zu einem neuen YouTube-Video von uns. Und heute geht es weiter bei uns mit den nächsten Schritten auf dem Rasen. Ihr habt es im letzten Video gesehen. Wir haben eine Bewässerungsanlage eingebaut. Und der nächste Schritt steht an. Und das ist einfach, den ganzen Rasen zu begradigen, weil wir einige Unebenheiten drauf haben. Und deshalb zeigen wir euch in diesem Video, wie wir unseren Rasen begradigen und wie ihr das auch machen könnt und Unebenheiten ausgleichen könnt. Ich hoffe, ihr konntet es auf der Kamera erkennen. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man richtig die Unebenheiten, die Wellen im Rasen. Hier ist auch so eine Hubbel drin. Ich glaube, auf der Kamera oder im Video kommt es einfach nicht so rüber. Aber hier, wir haben hier einiges an kleinen Unebenheiten drin, die wir jetzt durch die Ausgleichung alles topfeben ziehen werden. Wir sind jetzt am ersten Schritt und gleichen die jetzt aus. Der erste Schritt ist hier, dass wir überall diese Häufchen verteilen mit diesem Sand-Humus-Gemisch. Genau das tun wir hier gerade. Ihr seht ja auch schon ganz viele Maulwurfhaufen. Nein, natürlich nicht. Und die tun wir jetzt natürlich dann als nächsten Schritt alles glatt ziehen. Aber dazu kommen wir gleich. Der Sand ist ein Sand-Humus-Gemisch und da tun wir 30% Humus, 70% Quarzsand rein. Er ist etwas feucht, aber das macht so weit nichts aus, weil wir nur Bodenunebenheiten ausgleichen möchten. Der vordere Teil wurde jetzt schon mit Schritt 1 erledigt, deshalb kommt jetzt auf jeden Fall Schritt 2. Und Schritt 2 bedeutet, das ganze Humus-Sand-Gemisch jetzt gleichmäßig auf die Fläche eben zu ziehen. Und das mache ich hier mit so einem ziemlich großen Rechen. Und da fange ich jetzt einfach mal an. Und dann ziehen wir das alles mal eben. Und es braucht natürlich ein bisschen Zeit, bis das alles eben gezogen ist. Und warum? Vielleicht die andere Frage, warum machen wir das jetzt nicht mit dem Rasenrakel? Ganz einfach, weil der Sand hier noch ein bisschen zu nass ist, der stand im Regen. Deshalb erst mit dem Rechen alles eben machen und dann trocknet es ziemlich schnell an. Und dann kommt natürlich auch auf jeden Fall der Rasenrakel noch zum Einsatz. Aber dazu kommen wir dann später. Hier seht ihr eine Rasenwalze, wenn man das dann mit dem, also der Teil wurde jetzt mit dem Rechen auch alles eben gezogen und jetzt tun wir das noch mit der Rasenwalze drüber gehen und da sieht man dann nochmal richtig extrem die Unebenheiten. Das reicht nicht bloß einmal drüber zu gehen, also zwei, dreimal drüber und das Gute ist, dass viel geregnet hat, ist jetzt der Boden auch noch ein bisschen nass und feucht und das heißt, der lässt sich jetzt ziemlich gut bearbeiten. So, jetzt ebnen wir das Ganze nochmal mit dem Rasenrakel. Auch hier kommt es richtig gut zum Einsatz. Was haben wir jetzt davor gemacht? Wir haben jetzt als erstes die Häufen gesetzt, dann die Häufen ganz grob mit dem Rechen verteilt, da das mit dem Rasenrakel einfach zu viel und zu schwer war. Dann das erste Mal das Ganze angewalzt und jetzt im nächsten Schritt rakeln wir einmal noch die Fläche ab, um wirklich das Ganze richtig eben hinzubekommen, dann anschließend wieder walzen, dann wieder eben rechnen und das 2, 3, 4 Mal, so dass wir hier nachher einfach die komplette Fläche richtig schön eben haben. Aber jetzt machen wir einfach mal weiter, weil wir wollen ja heute Abend fertig werden. Du möchtest deinen Rasen sanden und bist noch auf der Suche nach dem richtigen Rasensand? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Ein feuergetrockneter Quarzsand, schön grobkörnig
und sogar noch kostenlose Lieferung. Kleines Update vom Rasen, wie der aktuelle Zwischenstand ist. Ihr könnt es vielleicht im Hintergrund bereits sehen. Die ganze Fläche wurde jetzt verteilt, eben gezogen, gewalzt und ist eigentlich schon so gut wie fertig. Jetzt kommt der hintere Teil hinter der Kamera noch und dann sind wir fast sogar schon fertig mit dem Ausebnen. Wir sind jetzt am Ende, es sind noch ein, zwei Schritte zu tun. Momentan wird der Rasen nochmal gerakelt. Ihr merkt, die Schritte wiederholen sich auch immer wieder ein bisschen, bis die Fläche komplett eben ist. Aber nach dem Rakeln wäre jetzt der nächste Schritt, Rasensamen aufzubringen. Das werden wir jetzt machen. Wir verwenden momentan die Active Strapazierfähig Rasensamen, weil wir die einfach auch schon hatten bei der Einsaat. Und die kommen jetzt oben drauf und danach wird noch gewalzt. Aber wir zeigen euch jetzt als erstes, wie man die Rasensamen aufbringt am besten. Auch diese Aktion auf dem Rasen wurde jetzt erfolgreich beendet. Nicht ganz beendet. Es gibt noch ein, zwei Dinge zu beachten. Das Allerwichtigste ist, den Rasen jetzt nach dem Einsehen gut zu wässern. Für die nächsten 14 Tage sollten hier die oberen 10 cm durchgehend feucht sein. Wichtig, wenn ihr das Ganze macht, sollte kein Nachtfrost mehr bei euch in der Gegend sein, denn sonst gehen die Samen direkt kaputt und das wollen wir ja nicht. Und wenn man jetzt regelmäßig wässert, dann kommt die Nachsaat und der Rasen auf jeden Fall. Wenn ihr das sehen wollt, wie sich das hier bei uns verändert, Updates wie immer auf Instagram und Facebook werden in den nächsten Wochen kommen, wie sich hier die Rasenfläche entwickelt hat. Und somit, wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben da, um keine neuen Rasenvideos zu verpassen. Abonniert den Kanal und somit bis zum nächsten Video.